Guten Morgen, Leute. Es ist gerade Samstag, ich bin aufgestanden und ich wollte euch sagen, der Vlog ist back. Und ich wollte euch einfach mal dieses Wochenende mitnehmen. Dieses Wochenende passiert nämlich echt viel. Ich bin ein bisschen zu spät dran, deswegen konnte ich gerade nicht mehr weiterfilmen, aber ich bin jetzt gleich im Aufzug und dann habe ich kurz Zeit, um euch zu erklären, was ich eigentlich mache. Und er fährt. Okay, ich habe kurz Zeit. Also, heute steht an, ich gehe jetzt frühstücken mit Christian Kern, das ist der Bundeskanzler von Österreich, also unsere Angela Merkel. Und danach spiele ich mit Kevin Ball. Und morgen fahre ich dann nach Klagenfurt auf die Videocon. Wer die nicht kennt, ins Park 7. Ja, ich hatte eigentlich alles. Kennt ihr das, wenn ihr spät dran seid? Weil ihr keine Ahnung mehr habt, wo ihr geparkt habt. Okay, also laut Navi soll ich es noch pünktlich schaffen. Also eine Minute vor Termin. Oh nein, mein Akku blinkt. Was kann ich eigentlich? By the way, das ist gerade mein Lieblingslied, was jetzt läuft. Falls ihr meine Musik hören wollt oder Lieder wie das hier, checkt meine Spotify-Playlist aus. Ich habe jetzt nämlich eine auf dem Good Life Music Account. Ich verlinke die euch mal in der Beschreibung. Muss mich beeilen, warum mache ich hier so einen Quatsch? Ich habe keine Ahnung, wie ich das pünktlich geschafft habe. Aber ich stehe hier. Und noch 2 Minuten. Daumen hoch. Perfekt, danke. Alright, das war das erste To-Do und der erste Stopp heute. Ich muss sagen, also ich will nichts Politisches machen und ich will auch niemanden beeinflussen oder sowas, aber er an sich, der Christian Kern, ist ein sehr bodenständiger Mann und kann viel erzählen und ich finde solche Leute immer extrem interessant, egal ob Politiker oder irgendwas anderes. War auch schon beim Hannes Aach und bei ähnlichen Leuten so, kann ich euch direkt sagen. Aber wie gesagt, ich werde da nicht so drauf eingehen, jeder soll das wählen, was er selbst glaubt und ich werde euch auch nicht sagen, was ich wähle. Und mein Akku ist jetzt fast am Arsch. Ich muss jetzt aber noch einkaufen gehen für Ball, das ist ja auch heute und der Kevin und ich machen da was ganz Spezielles. Ich weiß mal nicht, ob ich das so zeigen möchte. Egal, ich gehe mal einkaufen. Eieiei. So, wir sind wieder zu Hause und mir fällt ein, ich habe euch noch gar nichts erzählt. Also die auf YouTube, ihr wisst es noch nicht, die Leute auf Instagram oder so oder Twitch wissen das schon. Ich habe jetzt 2 Katzen. Wenn ihr da eine Geschichte zu haben wollt, ein Video über die oder irgendwie sowas, wie ich die geholt habe, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Also das ist Archie, der Kater. Das ist seine Schwester Luna. Ihr habt Hunger, oder? Okay, genug Cat-Content für dieses Video. Wie gesagt, wenn ihr was anderes haben wollt, springt den Like-Button, 100.000 Daumen hoch. Zum Stream, der dann passieren wird, wird es wie gesagt ein extra Video geben. Ich mache mir jetzt ein bisschen Essen warm, gucke noch eine Serie und dann mache ich den Stream schon an. Ich werde jetzt wie gesagt streamen, Ball steht an. Eventuell gibt es davon wie gesagt ein Highlight-Video auf YouTube die Tage. Und ansonsten checkt einmal meinen Stream ab, wenn ihr dabei sein wollt. Ich streame fast jeden Tag ab 15 Uhr. Schaut einfach mal rein. Und ich würde sagen, wir sehen uns einfach morgen wieder. Da geht der Vlog nämlich weiter. Sind wir auf der Videocon in Klagenfurt nämlich. Und da bin ich mega hyped drauf. Guten Morgen. Ja, es ist verdammt früh. Wir haben jetzt gerade 6.30 Uhr. Ich bin seit ca. 40 Minuten wach. Und jetzt hole ich mir ein Frühstück, vertanken, hole den Febo ab. Jo, Febo ist da. Okay. Wir haben gegessen. Okay. Okay, cool. In ca. 4,5 Stunden geht's los um den Dreh. Ich hoffe, wir schaffen's und wir müssen meine Speicherkarte lernen. Ich habe keinen Platz mehr, also schnell weg. Wo ist dein Börek? Auto. Warum bist du müde, Rafi? Nein, überhaupt nicht. Wieso sollte ich müde sein? Ich habe ja 50 von 10 zu weit gegangen. Hallo ihr Lieben. Hallo ihr Lieben. Hey Rafi, warum machst du eigentlich keinen Minecraft mehr? Ah, da kommt. Eieieiei. Ich weiß nicht, Leo. Boah. Wie ist der? Was für eine Kamera blockt, Leni? Na, servus. So, wir sind jetzt auf der Videocon und nachdem wir ein paar Parkprobleme hatten, gehen wir jetzt in die Messe rein. Wir haben leider die Bühnenshow verpasst, weil wir extrem viel Nebel beim Fahren hatten und Aquaplaning und jetzt eben noch beim Einparken Probleme hatten. Aber wir schauen uns mal die ganze Show an. Gestern war anscheinend schon richtig viel los. Auf geht's. Gehst du nachher noch schwimmen? Sicher. Na, ich kaufe den Pool. Du kaufst den Pool? 590, das verdiene ich in 2 Stunden. Boah.
Dankeschön. Voll cool. Danke. Tschüss. Tschüss, Baba. Schönen Tag noch. Das war die Videocon, Klagenfurt. Du bist ganz unscharf schon wieder. Das ist eine Lüge. Ach, nicht nein. Okay. Das war die Videocon Klagenfurt. Ihr seht, es ist leer, alles ist weg. Das war's schon wieder. Wir fahren jetzt nach Hause, zurück nach Wien. Und ich hoffe, wir haben nicht wieder so viel Nebel, weil das war nicht so geil. Aber die Messe war dafür sehr geil. Es waren echt viele Leute dabei. Danke an alle, die waren. Voll viele Mädchen. Ich glaube, ich weiß jetzt, wo meine Frauenquote herkommt. Danke, dass ihr vorbeigeschaut habt. Und ich würde sagen, wir sehen uns am 30. in St. Pölten, am 22. in Graz. Und die restlichen Termine findet ihr dann, wie gesagt, noch auf der Videocon-Website. Ich verlinke euch in der Beschreibung. Danke fürs Zuschauen. Ich weiß nicht, ob ich noch was Heimfahrt was filmen. Kommt drauf an. Fio hat ein paar Korni. Vielleicht machen wir wieder eine Ess-Challenge. Wir werden es sehen. Hau rein. Ich probiere gerade zum ersten Mal mit Fio seiner Kamera zu vloggen. Keine Ahnung, wie das ist. Ist das Licht auf manuell? Also, Fio, ist alles manuell? Alles, ja. Dann bin ich jetzt wahrscheinlich urdunkel. Warte, ich komme nochmal daher. Ah, keine Ahnung, wie das ausschaut. Vielleicht schaut es cool aus. Okay, cool. Na du. Na du. Und was machst du? Insta-Stories checken. Insta-Stories checken. YouTube-Live. Gibt keine Stories mehr. Was für Tipps hast du eigentlich, wenn man vor kurzem einen YouTube-Kanal gestartet hat? Hast du leichter oder was? Ja, vielleicht. Schwer zu sagen. Ich würde versuchen, bei Baro mitzumachen. Okay, wann ist Baro eigentlich? Wird es wieder Baro geben? Deutschland. Okay. Genau. Und bist du YouTuber? Bist du auch YouTuber? Nein, aber wieder. Quatsch. Wir wollen hier essen. Und warum machst du eigentlich kein Minecraft mehr? Schon mal jetzt. Was sagst du zu Young Huren? Okay, cool. Das ist unser Müllsack. Und da vorne ist ein Sack. Das ist ein Sack? Film ein Sack. Ist auch ein Sack. Film ein Sack, Film ein Sack. Na, zahlen musst du. Raffi, da kann man auch zahlen, oder? Ja, mit der Karte. Ja, ja, machen wir. Okay, Entschuldigung, sorry. Alles gut. Sorry. Na, warte, ich bin ab 12. Ja, bitte. Jetzt ja, Kontaktlos wird auch gehen, aber ich möchte. Raffi weiß wieder mal alles besser. Karte nehmen, ja. Warte, du kriegst noch ein Beleg, pass auf. Ja, passt. Ja, nehme ich, gerne. Das da und dann kriegst du noch eine Bestätigung, das bezahlt super. Ist, oder was heißt. Quittung wird erstellt. Können wir das gleich reinhauen, da? Ja, ja, halt. Ja, alles gut, alles gut. Ah, die Quittung, dass du Geld hast. Ah, ja. Bezahlt ist, passt. Super, danke. Danke, ciao. Danke, ciao. Kommt's gut an, bitte. Ciao. Danke, ciao. Erst, filmst du noch? Ja. Die Security-Hauer sind Butter. Okay, cool. Ich glaube nicht, weil ich so gut bin. Ich tue gerade nur aus dem Auto raus filmen. Sau leibern. Was? Sau leibern. Genauso wie ich den Vlog hier angefangen habe, also ich habe ihn nicht wirklich angefangen, aber ich habe ihn hier eingeleitet, werde ich ihn jetzt hier auch beenden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat gefallen. Meine Cap ist jetzt mega komisch, ich habe hier noch meine Snackbox dabei. Das war's aber mit dem Video. Wenn euch das gefallen hat, lasst einen Daumen oben da. Folgt dem Feo und mir auf Instagram. Und ich würde sagen, wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Nächste Videocon, 30. September in St. Pölten. Hau rein!